wir sind wieder da. Und das gilt nicht nur für Fast Break, das Science City Basketball Magazin, sondern auch für den Verein mit Hinblick auf die BBL. Damit also ein doppeltes herzliches Willkommen zur ersten Saisonausgabe. Ganze 21 Wochen sind seit dem letzten Ligaspiel vergangen. Es wurde also höchste Eisenbahn, dass in der Sparkassenarena wieder ordentlich Bambule gemacht wird. Und das ja nun sogar in einer Liga höher. Allerdings musste Science City im ersten Saisonspiel auswärts schon Lehrgeld zahlen. Trotz starker Aufholjagd gab es am Ende bei den Gießen 46ers ein Minus 10. Und ein wesentlich dickerer Brocken wartet nun zum Heimspielauftakt. Gegen die Albatrosse aus Berlin werden wohl nur zwei Dinge helfen. Der lautstarke Support von den Rängen und kämpfen, kämpfen. Und habe ich schon kämpfen gesagt? Die beste Fitness der Liga und ganz schnelle Füße sind zwei der Dinge, die das Team für ihren Kampf im Basketball-Oberhaus brauchen wird. Der Weg zurück in die BBL war lang. 8 Jahre hat es gedauert, bis der Verein und die Stadt wieder in der höchsten deutschen Spielklasse ran durften. Der eine oder andere wird sich an das letzte BBL-Heimspiel noch erinnern. Vor der Partie im Mai 2008 gegen Paderborn war der Abstieg für Science City bereits besiegelt. Umso größer ist der unbedingte Wille im Verein, 2017 diesmal den Klassenerhalt feiern zu können, zumal der Ausblick der Jena-Fans 2008 mittlerweile in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Doch mit der Liga von damals hat die heutige BBL nicht mehr viel zu tun. Schließlich will die ja bis 2020 die stärkste Europas sein. Umso härter packt Athletikmeistertrainer Rico May das Team auch an. Die Schweißperlen auf der Stirn sind ein deutliches Indiz dafür, dass die Spieler die Mammutaufgabe annehmen. Und weil alle so gut mitziehen, werden die Möglichkeiten auch ausgenutzt. Soll heißen, nicht nur drin, auch draußen kann gelaufen, gelaufen und gelaufen werden. Die BBL ist eben ein hartes Pflaster. Es ist erstmal so, dass jetzt jeder Gegner in dieser Liga einfach schwer ist. Also ob wir nun Albert zu Hause spielen oder am Sonntag in Hagen, ich glaube, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Auch Gießen hat jetzt, glaube ich, sehr, sehr starken Basketball gespielt und auch in der Vorbereitung ja schon gezeigt, dass sie zu Recht letztes Jahr Neunter waren und glaube ich, dieses Jahr da wieder anknüpfen wollen. Wir sind als Aufsteiger in anderen Situationen und wir hätten es uns natürlich auch gerne anders vorgestellt, dass die Vorbereitung besser verlaufen wäre. Und ist es so, wie es ist? Also wir hatten schon riesige Probleme, dass wir nie alle gemeinsam hatten. Wir hatten einen schönen Plan uns gebastelt, Björn Harms und ich. Und dann kam natürlich einiges dazwischen immer. Und wir sind jetzt langsam am Aufholen der Defizite, aber das wird schon noch einen Moment dauern. Und das, die Spielpraxis fehlt, aber auch das Training an sich fehlt noch ein bisschen, also den meisten. Aber ich denke, der Einsatz ist stark, den die Spieler zeigen. Und sie möchten vorwärts kommen, sie merken das ja auch. Und ich glaube, wir sind auch auf einem guten Weg trotzdem. Superkompensation, das allein klingt schon anstrengend. Doch Science City baut seit Jahren auf dieses Trainingskonzept. Mit Erfolg. Und weil die BBL im Vergleich zur Pro A noch mal wesentlich physischer ist, müssen alle noch was draufpacken. Da ziehen alle an einem Strang. Neben Trainingsweltmeister Ermin fällt vor allem einer auf, der wohl auch deswegen mit 26 Punkten Topscorer beim Saisonauftakt war. Also ich denke mal, man merkt es auch auf dem Feld, Markus Knight, der hier immer 110% gibt, der nimmt natürlich die Fitness auch mit in die Spiele und davon lebt er dann auch. Aber ich kann jetzt gar niemanden sagen, der sich irgendwo hängen lässt. Also ich denke, dass Julius Jenkins noch etwas Rückstand hat, ja, vielleicht auch ein Rivera oder auch ein Kenny Freeze, aber das wird wöchentlich besser, auf jeden Fall. Die Pro-A-Meisterschaft im Sommer und der damit verbundene, vollkommen verdiente Aufstieg sowie die Ehrung auch von offizieller Seite sind als Ganzes das Ergebnis der positiven Entwicklung rund um Science City und den Spalding-Sport in der Stadt. Denn nicht nur die Liga hat ein anderes Niveau, auch der Jenaer Basketball hat in den 8 Jahren einige Sprünge nach oben gemacht. Was jetzt hier in Jena über die letzten Jahre sich noch weiterentwickelt hat, glaube ich, sensationell. Die Begeisterung in der Bevölkerung, insbesondere bei den Kindern, der Zuwachs, den wir dadurch im Verein haben, grandios. Und ich hoffe, dass dieses Spiel ähnlich Werbung für den Basketball ist, ja, und eigentlich einen ähnlich hohen Stellenwert haben muss, wie beispielsweise jetzt Fußball-Pokalspiel Carl Zeiss Jena gegen Bayern München. Ja. Die Euphorie ist zumindest qualitativ vergleichbar. Allerdings muss die auch gehalten werden, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. Und das betrifft nicht nur die Jungs auf dem Feld. Woran ich natürlich immer appellieren kann und muss, ist, dass unabhängig von dem Score, ne, also wie es steht, dass die Unterstützung für die Mannschaft da ist, weil sie es braucht. Man hat jetzt gesehen in Gießen, wir lagen 18 Punkte zurück und haben uns dann trotzdem wieder auf einen Punkt rangekämpft. Also im Basketball ist immer alles möglich.
genauso aber andersrum. Auch wenn man führt, muss das Publikum weiter dahinter stehen. Nicht, dass der Gegner dann zurückkommt. Sein City hat in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und arbeitet weiter hart. Der Start in der BBL ist der verdiente Lohn dafür. Und die Kirsche auf der Torte der Glückseligkeit ist der Club, der sich zum Jena Heimspielauftakt die Ehre gibt. Denn die Hauptstädter sind in Basketball-Deutschland schließlich nicht irgendwer. Berlin mit Sicherheit eine der großen Namen im deutschen Basketball, oder wenn nicht der größte Name. Und deswegen glaube ich, dieser Tag, Freitag, erster Heimspiel in der Bundesliga wieder, sollte Feiertag werden. Feiertag werden. Feiertag werden. Der Liga-Alltag hat Sein City also wieder. Bei den Jena Jungs ist es noch nicht so weit. Vorausschauend auf die anstehende Saison der beiden Nachwuchsmannschaften von Sein City Jena geht es in den Altersklassen U19 und U16 erst am übernächsten Wochenende um die orangefarbene Noppenwurst. Deshalb wagen wir einen ausführlicheren Blick auf alles Neue, Wilde und Bunte bei den Jena Jungs lieber erst in der nächsten Fastbreak-Ausgabe, also kommende Woche vor dem BBL-Duell gegen die Stützstrümpfe aus Bayreuth. Nicht nur für den Erstliga-Aufsteiger aus Sein City wurde am zurückliegenden Wochenende der Startschuss in die neue Saison gegeben. Fast alle nachfolgenden Ligen unterhalb der Easy Credit BBL öffneten ihren Terminkalender und damit das Spieljahresspektakel 2016-2017. Und das galt natürlich auch für die zweite Mannschaft unserer BBL-Riesen, denn auch die sind übrigens aufgestiegen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fastbreak-Rubrik. Ruhe am Set! Ruhe bitte! Fastbreak, Klappe die zweite. Und bitte! Das Team von Coach Fasin schlug sich in neuer Umgebung der ersten Regio für wirklich alle überraschend stark. Ja, sogar sensationell. Aufgrund des enorm jungen Durchschnittsalters im Jenaer Kader, eigentlich nur als krasser Außenseiter zum MTSV Schwabing aufgebrochen, überraschte die Thüringer Reserve den Gastgeber im Münchner Norden eiskalt. Schlug die Bayern am Ende sensationell mit 90-79. Nachdem die Schwabinger bereits zur Halbzeit mit 55-41 geführt hatten, drehte das Hamsai-Team im dritten Viertel richtig auf. Mit 28-5 überrollten die Jena ihren Kontrahenten, der in dieser Phase kein Mittel fand, um den unglaublichen Lauf von Sein City zu stoppen. Tja, einmal mehr zeigt der Ausgang dieser Begegnung, dass tatsächlich jedes Duell bis zum Ende gespielt werden muss, bevor das Bärenfell an die Sprossenwand genagelt werden darf. Was an dieser außerdem noch so gehängt wird oder in anderer Form nützlich sein kann, seht ihr nun in der Werbung. Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand. Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht. DK Investments. Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet. Der sich beteiligt, statt zu spekulieren. Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft. Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist wie in der heimischen Wirtschaft. Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet. Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet. Ein Partner, der stets aufs Neue beweist, hier ist Ihr Geld in den besten Händen. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Die DK-Initiative Anlegen statt Stilllegen. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich. Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie ein Catering-Raum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 03641 4000. Wir freuen uns auf Sie. Weiter geht's mit Fastbreak und zwar gleich mit einem Blick hinter die Kulissen.
Was im Verein während der Sommerpause los war und welche Veränderungen es gab, weiß niemand besser als Baskets Geschäftsführer Lars Eberlein. Und mit genau dem haben wir uns in der Sparkassenarena getroffen. Ja, wir befinden uns hier im neu gestalteten zweiten VIP-Raum in der Arena. Bei mir ist Lars Eberlein, Geschäftsführer der Baskets Jena GmbH. Der Sprung, sagt man, von Pro A zu BBL ist sehr hoch. Ist er wirklich so hoch? Also wir hatten uns in den letzten Jahren natürlich auch schon wirklich gut entwickelt, wenn ich sehe, der große Schritt kam eigentlich von Lobeda hier in die Arena, das war ein großer Umbruch. Der Schritt jetzt in die BBL ist auch einer, aber nicht so groß wie damals. Du hast natürlich deutlich höhere Standards in der Geschäftsstelle, du hast höhere Anforderungen an die Arena, an den Nachwuchsbereich. Es sind viele, viele Dinge viel schärfer geregelt, als das in der zweiten Bundesliga der Fall ist. Also die Liga gibt klar vor, ja, es gibt eine Mindestangestelltenzahl. Es gibt auch Mindestgehälter, es gibt Ressorts, die besetzt werden müssen, PR-Manager oder Marketing-Manager und Ticket-Manager und alles. Es gibt also verschiedene Dinge, die wir besetzen mussten. Wie gesagt, Teile hatten wir auch, nicht komplett. Es hat also zu Einstellungen geführt. Das Unternehmen Science City wächst durch die erste Bundesliga sehr stark. Im Nachwuchsbereich sind wir auch gut seit vielen Jahren, aber da müssen drei hauptamtliche Jugendtrainer mindestens arbeiten, die also wirklich nichts anderes tun als das Trainer. Geschäft. Aber natürlich in allererster Linie ist der Unterschied von Pro A zu BBL sportlich sehr hoch. Da ist ja mit Guido Grünheit sehr, sehr viel Erfahrung im Sommer verloren gegangen, der seine Karriere beendet hat. Ein junges Nachwuchstalent wie Lukas Wank hat den Verein verlassen und dafür wurden ja aber beispielsweise der sogenannte Königstransfer Julius Jenkins ja verpflichtet. Wie ist es dem Verein denn gelungen, an so, ich sag mal, einen großen, erfahrenen BBL-Veteran überhaupt zu kommen? Gut, die BBL hat natürlich eine andere sportliche Herausforderung wie die zweite Liga. Bei uns ist es so, dass im Grunde das gesamte Personalkarussell sich rund um Björn dreht. Björn hat eine sehr hohe Kompetenz und zwar nicht nur sportlich, sondern auch von mir. Er kann relativ viel selber entscheiden mit seinem Beraterstab und Umfeld. Ich gebe im Wesentlichen die Budgets vor und sage, das und das Geld können wir für die Mannschaft ausgeben. Im Rahmen des Budgets kann Björn frei entscheiden. Ihm war sehr wichtig, erstmal ein deutsches Korsett zu haben, deswegen kamen drei Deutsche dazu und drei Deutsche sind gegangen. Guido natürlich durch Beendigung der Karriere und Lukas und Georg war auch so ein Thema, wir hätten sie gern behalten. Auf der anderen Seite brauchen sie auch Spielpraxis. Würzburg, wo sie jetzt beide spielen, hat den großen Vorteil, dass sie eine zweite Mannschaft haben, die in der dritten Liga spielt, sodass sie im Profibereich trainieren können, aber dann auch in der dritten Liga Spielpraxis sammeln können. Wir spielen jetzt vierte Liga, erste Regio. Das war damals aber auch noch nicht klar mit dem Aufstieg. Insofern war der Schritt für die beiden schon okay. So, und jetzt war klar, dass wir auch einen Großteil halten wollen. Das war mit Mac, mit Markus und mit Wayne auch Säulen der letzten Saison. Das war Björn sehr wichtig, das war auch mir wichtig, weil nicht nur das Sportliche, sondern es gehört ganz wichtig ist das Menschliche und auch die Identität. Wir brauchen also nicht jedes Jahr 10 neue, sondern müssen versuchen, sie zu halten, auch wenn das im Basketball sehr schwer ist. Und dann kam die Aufgabe, drei Spieler dazu zu holen, die Erfahrung mitbringen, aber auch Qualität. Da war ein Spieler, Julius Jenkins. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass er mal für Jena spielt. Also wir brauchten unbedingt noch einen Scorer. Über Mac. Mac ist eng befreundet mit Julius aus der Zeit von Berlin und die Familien sind befreundet, die Frauen. Und wie so oft im Leben spielen die Frauen dann doch eine wichtige Rolle, auch bei den Spielern, die verheiratet sind und Kinder haben. Und so kam das zustande, dass Julius sich erkundigt hat, Mensch, Jena, Und Mac hat gesagt, ja, das ist ein guter Standort, hier kannst du hingehen. Und dann sind wir wieder zusammen. Und so kam eins zum anderen, dass wir den Julius verpflichten konnten, auch für ein Geld, was wir bezahlen können. Weil mit Geld kannst du theoretisch fast jeden verpflichten. Aber mit unserem Budget müssen wir mal gucken, wie passt. Und Julius ist natürlich auch schon 35, am Ende der Karriere. Wobei er noch topfit ist. Er ist der einzige Spieler, der die Größe M hat. Habe ich noch nie gesehen beim Basketballspieler. Die meisten haben XXXL. Er ist da sehr klein aufgestellt. Aber wir sind sehr froh, weil er auch ein super Typ ist. Julius ist nicht nur sportlich gut, aber auch menschlich richtig gut. Wie ist es für Sie eigentlich persönlich? Sie sind ja auf der einen Seite, klar, als Geschäftsführer der Baskets voll auf Basketball fokussiert, auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr großer Fan. Ich würde fast sagen, ein Edelfan. Wo gibt es da eigentlich manchmal so ein kleines bisschen immer so einen inneren Kampf? Also ich bin zum Basketball gekommen als Fan und als Sponsor und nicht als Geschäftsführer. Ich habe die Geschäftsführertätigkeit so ein bisschen
aus der Not heraus übernommen damals. Keiner wollte es machen und dann war ich der Letzte, der weggelaufen ist in 2009. Mittlerweile macht das schon großen Spaß, weil das Team gut ist, das Drumherum, die Arena, das macht Spaß. Das gibt einem unheimlich viel, weil du hier auch was bewegen kannst und natürlich jedes Wochenende auch in einem Gefühlschaos, positiv wie negativ, kommst. Ich habe das Problem, ich bin erstmal sehr ehrgeizig und ich kann auch schlecht verlieren. Also jede Niederlage tut mir wahnsinnig weh. Das war letzte Saison natürlich Spitzenklasse, bei insgesamt nur 3 Niederlagen in der regulären Saison und eine dann im Finale. Das wird dieses Jahr anders und da habe ich mich jetzt auch schon mehrere Wochen darauf vorbereitet. Also meine Vorbereitung war nicht sportlich, sondern die Vorbereitung war, wie komme ich mit Niederlagen aus? Das war ein schweres Training für mich. Insofern war ich auch in Gießen nicht so betroffen, wie ich das früher war. Also die Vorbereitung bei mir hat geholfen. Da sind wir schon beim Saisonstart, der ja in Gießen zumindest nach dem Seitenwechsel sehr, sehr ordentlich war. Davor gab es ein paar Probleme. Liegt natürlich an der Saisonvorbereitung, die alles andere als optimal war, vor allem verletzungsbedingt. Hat man sich dadurch jetzt, weil das Team wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen wird, bis es sich wieder gefunden hat, dadurch einen anderen Plan gesetzt, sagen wir so bis Jahresende? Ja, wir wissen, die Vorbereitung ist war geprägt durch Verletzungen. Und wir haben uns intern den 31.10. als Ziel gesetzt. Bis dahin, also mit dem Spiel 6 am 30. hier in der Halle, muss das Team fit sein. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir halt mit 0-5 starten. Und dann, wir hoffen, dass das nicht so ist. Aber es kann durchaus sein. Aber danach müssen wir fit sein. Weil am Ende brauchen wir 11-12 Siege. Sonst wird es nicht reichen. Und mit der körperlichen Fitness werden wir das auch schaffen. Das hat man in Gießen gesehen, dass wir spielerisch mithalten können, gerade in der zweiten Hälfte. Drittes Viertel war sehr stark. Aber gut, es kann ein paar Spiele dauern, aber dann denke ich schon, dass wir eine Mannschaft haben, die auf jeden Fall mithalten kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. So, ihr Lieben, gleich klingelt's wieder. Pünktlich vor der zweiten Werbepause kommt, was in keiner Fastbreak-Ausgabe fehlen darf, das Gewinnspiel. Bevor die neue Frage kommt, tragen wir noch den Gewinner des letzten Spiels nach. Es ist zwar lange her und der Preis, Tickets fürs Public Viewing des zweiten Finalspiels am 8. Mai samt Aufstiegsshirts, wurde auch schon übergeben und eingelöst, aber trotzdem nochmals von mir einen herzlichen Glückwunsch an Sun Hilbert. Die Lösung war natürlich, dass Sein City das Team war mit den ligaweit meisten Assists. So, das war jetzt genug Vorgeplänkel, jetzt wird's ernst mit unserer aktuellen Frage. Aus welcher Stadt kam der, vor Alba Berlin, letzte Jenaer Erstliga-Heimspielgegner? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Science City Heimspiel-Ticket-Gutschein im Wert von 25 Euro. Einsendeschluss ist bereits Dienstag, der 4. Oktober. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Tja, ein Bonuspunkt in der Redaktion kann man übrigens abstauben, wer den damaligen Namen des gesuchten Teams in voller Länge und richtig geschrieben hinbekommt. Weit weniger pedantisch ist da die Abteilung Verbraucherinfos. Und die kommt jetzt. Bis gleich. Leben Sie Ihren Wohntraum. Unbeschwert und ruhig. Das Wohnquartier Nordlichter 2 bietet Ihnen in 78 Wohnungen, verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser, alle Vorzüge einer modernen Stadtwohnung mit Nähe zum idyllischen Grün. Ihr Wohntraum von der Einraumwohnung bis hin zum 5-Raum-Familiendomizil. Durch die bestens ausgebaute Infrastruktur und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an Freizeit und Kultur bieten Ihnen die Nordlichter 2 die Basis für ein sorgenfreies und abwechslungsreiches Leben. Da sind wir wieder. Wer nun auf die Vorstellung eines der neuen Spieler im Kader oder sogar eine neue Folge Wayne Interessierts gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, eure Hoffnungen werden zeitnah erhört.
Als nicht minder interessant unterhaltsamer Ersatz dient das große Fastbreak-Wörterbuch Basketball Deutsch, Deutsch Basketball. In dem versteckt sich diesmal Thorsten Rothämmel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Warum, erzählt er euch am besten selbst. Hallo liebe Basketballfreunde, die ersten Körbe der neuen Saison sind bereits geworfen und wir wollen euch nochmal auf die wichtigsten Neuerungen dieser Saison aufmerksam machen. Das erste ist, dass wir natürlich in einer anderen Liga mit einem anderen Namen spielen. Unsere Liga heißt jetzt Easy Credit BBL und hier seht ihr das Logo. Die zweite Neuerung betrifft den Spielball. Wir spielen nicht mehr mit einem Moltenball, sondern mit diesem Spaldingball. Die dritte Neuerung betrifft die Spieler, die eingesetzt werden dürfen. Nach wie vor müssen 10 und dürfen maximal 12 Spieler eingesetzt werden. Von diesen Spielern, die auf dem Spielberichtsbogen erscheinen, muss eine bestimmte Anzahl Deutsche sein. Es gibt keine Regel mehr, dass bestimmte Deutsche auf dem Feld stehen müssen, beziehungsweise eine bestimmte Anzahl, sondern nur, wie viele auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden müssen. Bei 12 Spielern sind das 6 Deutsche, bei 11 5 und bei 10 dementsprechend 4 deutsche Spieler. Die letzte Neuerung, die wir euch mitteilen wollen, betrifft die Spielübertragungen. In diesem Jahr sehen wir nicht mehr den hauseigenen Livestream mit Jena TV und Sport Deutschland, sondern, wie viele sicherlich wissen, diese Aufgabe übernimmt die Telekom bzw. Telekom Basketball, die alle Spiele der BBL live überträgt. Zusätzlich zu diesen Live-Übertragungen im Internet gibt es auch Spiele, die auf Sport 1 im Fernsehen gezeigt werden. Für meinen Kommentatorenkumpel Lars und mich ist das natürlich ein hartes Brot, denn wir haben das sehr gerne gemacht, die Spiele zu kommentieren. Aber vielleicht kommen die Kollegen in Magenta ja nochmal auf uns zurück. Für heute war es das erstmal. Viele Grüße von euren Basketballfreaks. Bis zum nächsten Mal. Oha! Die Fastbreak-Premieren BBL-Ausgabe ist damit fast am Ende. Bevor hier für dieses Mal die Lichter ausgehen, werfen wir noch den gewohnt fast kurzen Blick auf den kommenden Gegner. Die gelben Berliner Seevögel aus der Ordnung der Röhrennasen. Alba Berlin, der Hauptstadtclub, will zurück zur alten Dominanz. 1991 wurde der Nachfolger der fusionierten BG und DCV Charlottenburg gegründet und ist seitdem ununterbrochen in der Belletage des deutschen Basketballs dabei. Und das mehr als erfolgreich. 1995 gewannen die Berliner den Koraj Cup und damit als erste deutsche Vereinsmannschaft überhaupt einen internationalen Pokal. Von 1997 bis 2003 waren die Albatrosse Serienmeister. Eine weitere BBL-Krone kam 2008 hinzu. 9-mal wurden sie Pokalsieger, 3-mal allein in den vergangenen 4 Jahren. Doch Berlin ist in der Liga bereits 8 Jahre ohne Meistertitel, in den Playoffs gab es nur 2 Final- und 2 Halbfinalteilnahmen. Rang 6 war es am Ende der vergangenen regulären Saison, so schlecht war Alba noch nie. Die Mannschaft wurde im Sommer deswegen ordentlich umgekrempelt. Zum Saisonauftakt gab es Team Offense pur mit 23 Assists und einen 96-89 Heimsieg gegen Bonn. Das letzte Gastspiel in Jena entschied Alba im Meisterjahr 2008 mit 89-64 für sich. Zum Berliner Kader gehörten damals übrigens Emmanuel McElroy und Julius Jenkins. Letzterer war sogar Topscorer mit 27 Punkten. Zur neuen Saison hat der Umbruch im Team auch die Trainerbank betroffen. Ahmet Çakı kam vom türkischen Topclub Anadolu Efes Istanbul und beerbte Sascha Obradovic. Er liebt eine aggressive Verteidigung über das gesamte Feld. Einer seiner wichtigsten Spieler ist Dragan Milosavljevic. Der Serbe will in seinem zweiten Jahr bei Alba mehr als nur den Pokal. Zum Sieg gegen Bonn steuerte er 20 Punkte bei. Der Topscorer beim Saisonauftakt war allerdings Big Man Elmedin Kikanovic, der ebenfalls die zweite Saison ein Albatros ist. Der 2,10 Meter Bosnier kam gegen die Magenta Ballers auf 23 Punkte und das auch ohne Skills von außen. In der Defense raubt Akim Vargas den gegnerischen Ballführern mit allen Mitteln den Verstand. Der deutsche Nationalspieler, der seinen Teil zur EM-Quali des DBB in diesem Sommer beitrug, wird sich seine Spielzeit unter dem neuen Coach aber hart erarbeiten müssen. Ist er auf dem Court, heißt es für den Gegner Augen auf und Ohren zu. So ihr Lieben, das war Fastbreak, die erste in der BBL, nein Moment, der Easy Credit BBL. Doch bei aller Euphorie, merkt euch, Freitag 20:30 haben wir ein Date in der Sparkassenarena zum Flügelstutzen. Die Hütte wird voll, kommt also rechtzeitig und seid von der ersten Sekunde an nicht nur laut, sondern verdammt laut. Die nächste Fastbreak-Ausgabe gibt's, dem Doppelspieltag sei Dank, schon in der nächsten Woche und zwar am Freitag. Bis dahin, macht's gut und der Schlachtruf wird auch in Zukunft nicht fehlen, Jena never stops.